Hallihallo, meine Lieben. Wir wollen jetzt mal in das Wochenende reinschauen. Das wird also ein kleines Wochenendorakel vom 15. bis zum 17. Dezember. Was denn hier auf uns zukommt? Da haben wir dann schon das dritte Adventstürchen. Da wird das dritte Adventslichtlein angezündet, wollte ich eigentlich sagen, hier am Samstag, ne? Und da wollen wir jetzt mal gucken, was hier aufs Kollektiv zukommt. Bedenke, dass nicht alles komplett mit dir in Resonanz gehen kann, aber das ein oder andere wird sich hier schon zum Wochenende zeigen. Also, was kommt denn jetzt am Wochenende vom 15. bis 17. auf das Kollektiv zu? Um was wird es hier gehen? Wow, hier geht es um eine Verbindlichkeit. Hier wird auf jeden Fall mit der Turisas was aufgesprengt. Die Turisas ist ja eine große Schutzrune, aber das ist auch die Rune der Thorsen, ne? Des Donners. Und auf jeden Fall hast du unbegrenzten Schutz hier am Wochenende und es erwartet dich eine Zusage. Also irgendwas kann aufgebrochen werden. Das ist, kann sich erstmal so ein bisschen schmerzhaft anfühlen hier, aber dann wird es hier verbindlich, ne? In einer Sache. Na da, bin ich mal gespannt. Was kommt hier noch am Wochenende aufs Kollektiv 15. bis 17. zu? Da lassen wir jetzt mal nur eine Karte. Gönne dir eine Pause. Also diese Karte begleitet uns schon seit Wochen, ne? Die sagt immer wieder, komm mal runter, gönn dir eine Pause, mach dich mal locker, ne? Also am Wochenende ist es ja auch wichtig, sich wieder ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und was sagt die Akasha-Chronik hier? Die sagt, dass es jetzt auch mal wichtig ist, sich um seinen eigenen Körper zu kümmern. Dein Körper ist dein eigener Tempel, sei liebevoll mit deinem Körper und ehre ihn hier als etwas Wertvolles. Also können wir hier wirklich schon mal sagen, am Wochenende geht es darum, dass eine Energie freigesprengt wird, aufgesprengt wird. Es kann wehtun, du sollst dir eine Pause gönnen und du sollst dich hier liebevoll um dich selber kümmern. So. Was kommt denn hier noch am Wochenende aufs Kollektiv zu? 15. bis 17. Okay, ich denke, die Energien reichen. Ui, Mangel schon wieder. Na, na, na. Da bin ich mal gespannt, was da wieder auf uns zukommt hier. Die 3 der Stäbe, die 10 der Schwerter, der Gehängte, der Mangel und der Bube der Stäbe. Ich brauche Klärungskarten. Ich möchte wissen, was ist die 10 der Schwerter? Okay. Der Gehängte. Die 5 der Stäbe. 5 der Münzen, bitte. Die 5 der Münzen. Huch, habt ihr das gesehen? Die Karte hat es gleich wegbefördert, gell? Und die Page der Stäbe. Na, willst du oder willst du nicht? Nee, das will das. So. Also am Wochenende wird es hier darum gehen, dass man sich die Dinge ganz genau betrachtet. Du sortierst hier einiges in deinem Leben aus am Wochenende. Ne, du, die ganzen teuflischen Energien, die dir immer wieder so die Hand geben wollen, ja, die dich immer wieder so ein bisschen binden und unter Kontrolle manipulieren wollen, die fickst du weg. Ne? Das kommt raus. Und du reichst jetzt nur noch Menschen die Hände, die hier wirklich wichtig für dich sind, die dir auch Ansporn geben, die auch zu dir passen. Ja, sage ich jetzt mal so. Weil ich habe hier eine Chance, eine leidenschaftliche Chance habe ich hier auch am Wochenende, ne, mit jemanden, wo Harmonie und Sicherheit reinkommt, vielleicht auch eine Wiedervereinigung. Auf jeden Fall hält man hier trotzdem an seiner Sicherheit fest. Man klammert sich ja schon fest, ne? Aber hier ist halt auch ein Mensch, über den man sich ganz, ganz viele Gedanken gemacht hat. Ne? Vielleicht hast du dir auch über diesen Menschen Gedanken gemacht, um da wieder Stabilität reinzubringen. Der Mensch, der hat dir schon einiges an Gedanken gekostet, sagen wir mal so. Und da versuchst du jetzt eine Balance reinzubringen, Klarheit zu erreichen, vielleicht nochmal eine klare Kommunikation mit diesen Menschen zu führen, dass es hier wieder zu einer Kraft in den Gefühlen kommt. So, dann sehen wir hier ganz einfach, planst du hier am Wochenende etwas sicherer zu machen, damit
Ich sehe nämlich auch noch die 10 der Schwerter. Das ist ja eigentlich eine Niederlage, ne, weil du dich hier irgendwie in so bestimmten Dingen gefangen fühlst. Das können auch Gedanken sein, ne? Das müssen jetzt nicht unbedingt Taten sein von anderen Menschen. Es können auch deine Gedanken sein, dass du dich hier in irgendwas übelst gefangen fühlst, dass dich etwas nicht so loslässt. Irgendwas hält dich so ein bisschen gefangen, eine Energie. Und deswegen kommt hier eine Stagnation am Wochenende bei dir rein, ein Stillstand. Und du versuchst hier echt auf deine innere Stimme zu hören, was du machst. Ne? Du bist nämlich unentschlossen. Du sagst, gehe ich in die eine Richtung, gehe ich in die andere Richtung, was soll ich jetzt hier machen? Ne? Ne? Also wenn das jetzt hier wirklich um die Liebe geht, hast du vielleicht zwei Möglichkeiten, mit dem einen Menschen oder mit dem anderen Menschen. Oder du sagst wirklich, mache ich jetzt das, bleibe ich dort bei diesen Menschen, verlasse ich diesen Menschen, was soll ich machen? Ne? Weil ich sehe nämlich, dass hier ein Mangel ist mit dem 5 der Münzen. Also hier mangelt auf jeden Fall etwas bei dir. Und du versuchst aber schon dafür alles zu unternehmen, dass du etwas umsetzen kannst, dass du aus diesem Mangel rauskommst. Und das sehe ich nämlich auch, dass du aus diesem Mangel rauskommst, weil du hier den Page der Stäbe wählst. Und mit dem Page der Stäbe ist hier ein Angebot, was ein leidenschaftliches Angebot kommt, vielleicht auch von jemand anders. Ne, du steuerst hier mit den 6 der Schwerter auf jeden Fall eine andere Richtung an. Ja, mit einem gesenkten Kopf. Ne? Vielleicht kommt hier ein Angebot auf dich zu, irgendetwas, was du umsetzen kannst, und du drehst dich jetzt erstmal von diesem ganzen Stillstand weg und gehst an ein anderes Ufer. Ne? Auch das kann man hier so ganz einfach sehen. Auf jeden Fall sehen wir den Mangel hier so, und du willst aber auch aus diesem Mangel raustreten. Du willst dich da nicht immer so gefangen fühlen. So, im Beruflichen sehen wir für das Wochenende, dass du hier auch noch mal einiges betrachtest. Das, was jetzt immer so Kontrolle auf dich ausgeübt hat, das willst du auch aussortieren, das tust du raus. Hier kommt wieder Harmonie rein. Du hast hier viele Gedanken, die dir auch was einbringen können. Trotzdem hältst du dein Geld gut zusammen, und du bist auch hier in deinen Gefühlen. Vielleicht überlegst du, wie kann ich etwas hier mehr gefühlvoller machen, damit das rechte Maß hier gefunden wird, auch im Beruflichen. Ne? Vielleicht auch noch eine Kommunikation. Und wir sehen auch hier, dass das wieder zu mehr Stärke kommt und zu mehr Erfolg. Ja, dann sehen wir auch im Beruflichen, dass du hier was für deine Sicherheit planst, damit dich nicht immer etwas niederstreckt. Du fühlst dich hier noch in etwas gefangen, wo du nicht so richtig rauskommst. Hier ist eine Stagnation immer noch, und du versuchst hier wirklich auf die innere Stimme zu hören, wie du aus dem Stillstand kommst, weil hier ist ein Mangel. Aber du bist halt hier die Königin der Stäbe, und du weißt, was zu tun ist, aus diesem Mangel rauszukommen. Und deshalb machst du auch hier Aktionen, etwas anderes so ein bisschen anzusteuern, ne, das vielleicht auch ein bisschen mehr für dich relevant wird. Vielleicht überlegst du dir aber auch hier einiges fürs Wochenende, ne, wie du etwas hier verändern kannst, auch so im beruflichen Bereich. Muss jetzt nicht unbedingt Liebe Beruf sein, kann auch jede andere Situation sein, die du hier hast am Wochenende. Es kommt noch am Wochenende 15. bis 17.12. auf Kollektiv zu. Okay, ich denke, das sind genug. Sind ja nicht vor umsonst alle rausgefallen, gell? Ja, du bist noch hier im Gedankenlabyrinth, aber da wirst du rauskommen. Na, also das ist schon so ein Mangel, so ein Verlust hier, aber du wirst da raustreten können. Du wirst hier jetzt ein Wachstum ansteuern am Wochenende, dass du hier nicht mehr verarscht wirst, na, weil wir haben schon eine gewisse Blockade hier am Wochenende, vielleicht aufgrund von Lügen, ne, vielleicht hat dich hier jemand belogen, vielleicht hat dir jemand Gefühle vorgetäuscht, das kann natürlich auch sein. Was ist das Labyrinth? Och Mensch. Oh, dass die Karten immer so weit wegfliegen müssen, Leute. Ja, man trifft hier Entscheidung, am Wochenende aus diesem Labyrinth jetzt mal rauszusteigen. Ne, hier eine Sache auf jeden Fall zu wandeln, die immer wieder so einen gewissen Verlust und nagende Gefühle in dir auslöst. Du versuchst hier wieder Wachstum und Heilung reinzubringen in eine Sache. Aber irgendjemand ist hier noch sehr gerissen. Entweder hat man dich hier verarscht, was mit Finanzen zu tun hat, oder du wurdest hier enttäuscht, dir wurden Gefühle vorgetäuscht. Ne? Und aufgrund dessen ist hier etwas blockiert, aufgrund von einer Wunscherfüllung oder hier eine dicke, fette Blockade hier bei dir. Was ist das für eine Blockade? Ja, hier blockiert etwas so ein bisschen deine Freude. Ne? Und was ist hier mit dem Brunnen?
Ja, das hat mit einer Wunscherfüllung mit einer männlichen Person zu tun, ne? Also hier ist vielleicht noch ein Geheimnis. Dieser Mensch hält etwas zurück hier vor dir. Vielleicht etwas mit einem Freund oder eine Situation, die mit der Treue zu tun hat. Wir haben hier eine unruhige Verbindung. Vielleicht redet man noch mal über die Verbindung, über Neuanfang, ne, über die Liebe zu dir. Eine Schlange, die da drinne war, geht auf jeden Fall raus, wenn hier noch eine andere Person drinne involviert war. Und hier wird sich was verändern. Man kann endlich aus diesem Labyrinth aussteigen, ne, weil die Mäuse das schon wegfressen und dann kommt hier so ein kleines Wachstum rein. Aber entweder wird man dir wirklich sagen, vielleicht war hier eine Enttäuschung und eine Blockade oder dass man erstmal so ein bisschen blockiert. Vielleicht wird man dir aber auch dann die Wahrheit sagen über Gefühle. Aber mit dem Fuchs denke ich eher, man täuscht dir hier so ein bisschen was vor. Und das wird dir schon so ein bisschen die Freude nehmen, ne? Und ja, ob du dir die Sache mit diesen Menschen dann noch wünschst, das ist zweitens. Ne? Im Beruflichen sehen wir auch, dass entweder geht es hier um etwas Neues, du bleibst dir etwas Neuen treu, oder es geht darum, nochmal etwas zu lernen hier, an dem du festhältst. Und vielleicht ist hier noch eine Unruhe in einem gewissen beruflichen Vertrag drin, ne? Aber du bleibst natürlich in deiner Liebe. Das Komplizierte, was da mit dabei war, geht raus. Klar, es sind noch ein paar Ängste, aber und verletzende Kommunikationen vielleicht noch oder eine Kommunikation, sich von etwas abzutrennen, zu beenden. Und hier nochmal einer mit jemand ja einfach zu reden, ein Gespräch zu führen, ne? Und dann sehe ich nämlich auch im Beruflichen kommt man aus dem Labyrinth, aus dem Chaos hier langsam raus, ne? Der Verlust geht weg, hier kommt ein Wachstum. Ja, es hat dich irgendjemand vielleicht auch belogen, was mit den Finanzen irgendwas zu tun hatte. Da hat jemand eine gewisse Fassade und Maske getragen. Vielleicht sagt dir jemand, du kriegst mehr Geld, wenn du am Wochenende arbeitest, ne? Oder du kriegst mehr Weihnachtsgeld oder was auch immer. Und das kommt nicht. Und deswegen ist da hier so eine Blockade, ne? Dich wird, ja, dich blockiert so etwas. Deine Freude, dein Licht blockiert hier etwas. Und das hat mit einer Person zu tun, ja? Genau, das hat mit einer Person zu tun hier. Vielleicht auch mit einer männlichen Person. Na, vielleicht hat dir diese Person gesagt, ah, ja, du kannst dir hier mehr Geld wünschen oder ne, keine Ahnung. Na, oder vielleicht ist es ein Arbeitskollege, der dir hier Gefühle vorgetäuscht hat, der vielleicht gesagt hat, ja, wenn du an den Tag arbeitest hier und so, ne, und dann können wir uns vielleicht sehen oder irgendwas. Ja, auch sowas kann das sein. Na? Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend mit dem, was ich hier sage. Auf jeden Fall kann es hier auf eure Situation zutreffen. Kann aber auch so ein kleines gesundheitliches Thema sein hier, dass hier irgendwas nagt, dass man irgendwie so ein bisschen angeschlagen ist und dass man hier schon noch, dass einen dann vielleicht auch noch zusätzlich jemand hier enttäuscht. Ja, auch das kann das sein. Eieiei, dann hoffen wir das mal nicht, gell? Was sagen die Engel und Ahnen noch zum Wochenende hier? Die sagen, die Sonne, genieße Erfolg und Glück. Ne? Also das kann sich auf jeden Fall dann hier lichten, ne? Die ganze Situation hier am Wochenende. Und ich frage jetzt aber nochmal, wie geht denn die Situation dann hier aus am Wochenende, egal welche Energie dann hier liegt? Ja, die wird wieder stabil. Guck mal, hier ist eine stabile Kommunikation. Man redet vielleicht auch über ein Ende, über einen Kummer. Ne, vielleicht ist ja aber auch im Beruflichen eine Kommunikation, wo man vielleicht auch etwas beenden möchte, wo man vielleicht auch über Kummer redet im beruflichen Bereich. Auch das kann das sein hier. Ne? Ja. Na, das sehe ich hier, dass man hier ganz einfach jetzt eine Lösung findet für mehr Klarheit. Vielleicht kommt hier mehr Harmonie wieder rein, eine Einladung. Für die Menschen, die auf die Liebe gucken am Wochenende, kann hier eine stabile Kommunikation reinkommen. Ne, hier wird irgendetwas über einen Kummer erzählt, was vielleicht auch mit einem Treffen zu tun hat. Daraus bekommt man da mehr Klarheit. Und im Beruflichen, wie schon gesagt, über ein Ende. Vielleicht willst du kündigen oder dass man hier Kummer im Beruflichen hat, vielleicht aufgrund irgendwelcher Kollegen und dass man hier für alle Beteiligten eine gemeinsame Lösung findet, würde ich sagen. So, meine Lieben. Und dann wünsche ich euch erstmal ein ganz, ganz wundervolles Wochenende. Ihr seht ja, ne, wenn das so ein bisschen komisch anfängt, ihr macht auf jeden Fall etwas, damit ihr wieder aus dieser blöden Stagnation wieder rauskommt. Ja? Ciao, ciao, mein Lieben. Schönes Wochenende und schönen dritten Advent.